heiße Genka Hermena, ich komme aus Guayaquil, Ecuador und ich bin 19 Jahre alt. Das ist mein erstes Mal, dass ich hier in Deutschland wohne und das ist schon etwas großartig. Du wohnst alleine, du hast alle die Sachen so, also du musst alle die Sachen alleine machen und das ist etwas, das du, also ich in meinem Land nicht gemacht hatte. Kontakte zu knüpfen fällt Genka mit ihrer offenen Art nicht schwer. Aber nicht in jeder Situation gelingt das. Wir uns treffen, wir sind immer mit latinamerikanischen Leuten, aber nicht so deutsche Leute. Also wir sind hier in einem Gebäude und die sind so wie da. Und es gibt nicht so die Kontakte und wir uns treffen einmal oder nicht. Obwohl Genka durch ihre deutsche Staatsbürgerschaft schon einige Male in Deutschland war, muss sie sich an den Alltag erst einmal gewöhnen. Ich habe gemerkt, dass die Deutschen sehr direkt sind. Also die sind nicht rum, die wollen das ganz, ganz, ganz wichtig und direkt sagen. Deutsche sind ganz pünktlich und in Ecuador ist es ganz anders. Wenn du 8 Uhr sagst, die kommen 8:30, 9 Uhr. Und hier ist das 8, ist 8 Uhr. Also am Anfang könnte ich gar nicht sagen Schleswig-Holstein. Das könnte ich am Anfang gar nicht sagen. Ich war so wie dann Schleswig-Holstein. Aber damit ist Genka nicht alleine. Viele ihrer Freunde aus Ecuador sammeln ganz ähnliche Erfahrungen. Wir haben 76 Leute Abi gemacht. Davon ungefähr 20 sind hier in Deutschland, 2 sind in Kanada, einige in Argentinien und USA. Also bei uns, wenn du ein Diplom hast von Ausland, man sieht das gut in Ecuador. Man kann mit solchen Agrar- und Agrarwissenschaftlern und die Richtung von Erde und alles viel, viel, viel machen in Ecuador. Aber die mögen das nicht. Die mögen mehr Staat, Wirtschaft, Business und solche Sachen. Genka hat ihre Ziele und Träume klar vor Augen. Ich will Bachelor in Maschinenbau machen. Dann würde ich nach Ecuador nochmal fliegen und dort meine Vaters Firma übernehmen. Aus meiner Familie gibt es nicht so viel Druck, aber von mir schon. Also ich will das gerne machen und ich will das schaffen. Also mein Ziel ist, ein gutes Leben in Deutschland haben, also überleben alles. Ja. Ich bin ganz glücklich. Ich denke, ich habe so eine richtige Entscheidung gemacht. Und ich denke, alles klappt so, wie es ich das gedacht hatte.